Ich bin der Felix und das ist ein Golf 7R mit Akrapovic Titanabgasanlage ab Werk. VW hat Ende 2017 das Facelift vom Golf R rausgebracht. Da gab es nicht nur mehr Leistung, nein, es gab auch verschiedene Performance-Teile. Unter anderem eine Titan-Abgasanlage von Akrapovic, die man ab Werk bestellen konnte. Und die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Kommt mal mit nach hinten. Wir machen uns hier mal gemütlich. Da ist das gute Stück. Ist wirklich eine Performance-Abgasanlage, das heißt, wir sparen 7 Kilo durch den Einsatz von Titan. VW sagt, dass im höheren Drehzahlbereich die Soundkulisse deutlich attraktiver ist. Das werden wir uns gleich auch mal angucken. Das Ganze hat in der Aufpreisliste gekostet 3.800 Euro und ob dies wert sind, das werden wir jetzt mal uns genauer ansehen. Ist halt schon was Besonderes, ne? Dass du so eine Akrapovic-Abgasanlage wirklich im Katalog schon bestellen kannst. Ich habe mich gestern mal in die Weiten des Internets begeben und habe eigentlich nichts Vergleichbares gefunden. Also du kannst für gewisse Audi S-Modelle kannst du die Akrapovic-Anlage auch über Audi nachrüsten, aber so wirklich direkt bestellen, da habe ich jetzt zumindest auf die Schnelle nichts gefunden. Wir waren vor ein paar Wochen unterwegs, ich hatte ein verdammt geiles Auto unterm Hintern und zwar einen Ferrari 360 Spider mit Capristo-Abgasanlage. Also ihr könnt euch vorstellen, Spider bei Ferrari steht für oben ohne, dann die Capristo-Abgasanlage. Mein Auto hat geschrien wie eine Wildsau. Und dann kam der Kollege mit dem Auto um die Ecke und die Abgasanlage, die ist ab Werk und wir sind auf der Autobahn zusammengefahren und ich war völlig baff, dass so ein Serienauto so schreien kann. Akrapovic ist ja eine Marke, die bekannt ist für ihre Performance-Abgasanlagen, aber was ich relativ interessant fand, als ich mich da jetzt ein bisschen rein recherchiert habe, die Firma gibt es erst seit 1990. Die bauen seit 1990 Performance-Abgasanlagen hauptsächlich für Motorräder, daher kennt man die auch. Und erst seit 2010 sind die auf dem Automarkt und ich muss sagen, dafür sind die ja wirklich echt bekannt und berühmt-berüchtigt für ihre Produkte. So, jetzt habe ich genug erzählt. Wir wollen ins Auto uns die ganze Sache mal anhören. Kommt mit. VW hat die Abgasanlage nicht nur einfach stumpf eingebaut, nein, die kann abgestimmt werden auf die verschiedenen Fahrmodi. Also wir haben Komfort, Normal, Eco und Race und passend dazu ändert sich auch jedes Mal der Klang von der Abgasanlage. Kann man auch alles manuell noch individuell einstellen und das werden wir uns jetzt mal anhören. Wir werden uns aber nur anhören den Sound auf Komfort und natürlich, was wir wissen wollen, ist Race, wie er da abgeht. VW hat da wirklich, glaube ich, so ein bisschen auf seine Kunden gehört, weil der Golf R, der sieht geil aus, der hat 310 PS, das Ding schiebt nach vorne unglaublich. Aber was ich vorher so ein bisschen schade fand vor dem Facelift, ist einfach der Sound. Der ist so zahm gewesen und ich denke wirklich, da haben sie auf Kundenwünsche reagiert und da was geliefert, was auch die Leute so ein bisschen befriedigt, die es ein bisschen lauter haben wollen. 310 PS, 400 Newtonmeter. VW sagt, der geht in 4,6 Sekunden von 0 auf 100 mit dem DSG-Getriebe. Ist uns jetzt aber eigentlich scheißegal, wir wollen ja nur wissen, ob die Abgasanlage knallt. Und dann gehen wir direkt mal, wir machen die Karre erstmal an, gehen auf den Race-Modus, so, da sind wir drin, dann schalten wir das ESP aus und dann müssten wir die Launch Control aktiviert haben. Das gucken wir uns jetzt mal an. Oh ja, das hört sich geil an. Okay, Allrad, ne? Der Allrad, der ruppt hier richtig ran. Aber auch vom Sound her, ne? Wie der eben in der Launch Control schön im Begrenzer hängt und da richtig, ja, man könnte fast meinen, er hat Flammen gespuckt, hat er natürlich nicht, aber dieses Flackern da oben rum, richtig geil. Okay, Launch Control, der Sound ist übel geil. 0-100 macht richtig Bock, das penetriert richtig in den Ohren. Bin ich auf jeden Fall sehr begeistert. Aber das ist ja nichts für den Alltag. Du fährst ja nicht mit Launch Control morgens zum Bäcker oder an die Arbeit. Deswegen wollen wir jetzt mal gucken, wie der Sound des Autos auf der Landstraße ist. Wollen die verschiedenen Modis mal ausprobieren und das werden wir uns jetzt mal angucken. Oh.
einer ganz klassischen deutschen Landstraße unterwegs und sind auf dem Komfortmodus. Das heißt, die Abgasanlage ist relativ leise eingestellt, man hört es gleich beim Schalten. Der hat dieses klassische DSG-Furzen, das fällt jetzt weg. Und wenn du so eine einstellbare Abgasanlage hast, dann willst du ja wirklich auch zwei wirklich, sag mal, sehr extrem verschiedene Fahrweisen haben. Jetzt ist die Frage, wenn der auf Komfort fährt, kannst du trotzdem fix fahren und deine Schwiegermutter kriegt nicht mit, dass du im Endeffekt ein kleiner Assi bist und gerne Vollgas fährst mit deiner Titanabgasanlage. Das hören wir uns jetzt mal an. Okay, also er ist schon deutlich leiser, der fängt so ein bisschen mehr an das Fauchen. Und habt ihr gerade den Schaltvorgang gehört, also dieses DSG-Furzen, das fällt jetzt komplett weg. Also bin ich schon der Meinung, so kannst du wirklich die Schwiegermutter mitnehmen, ohne dass die denkt, Mensch Junge, was hast du dir denn da für eine Proletenkarre geholt? Aber spannend für uns, oder spannend für mich auf jeden Fall, wir gehen jetzt nochmal auf Race, wechseln hier den Modus. So, auf Race. So, und jetzt wollen wir natürlich, dass er wieder hinten schön knallt und nochmal, wenn es geht, gut durchzieht. Aber wir gehen mal in den zweiten Gang. Ah, da merkst du schon. Ja, Problem war gerade, ich bin nicht aus dem zweiten Gang rausgekommen, weil ich nicht schnell genug geworden bin. Aber man hat schon gemerkt, der ist auf jeden Fall im oberen Drehzahlbereich ist er wirklich lauter. Im Komfortmodus merkt man dann ganz schnell, dass der dass der obenrum zumacht. Der fängt obenrum im Heckbereich ein ganz komisches Fauchen an, das ist relativ leise. Und im Race-Modus, dann knallt er obenrum richtig raus. Und normalerweise würde der auch in den Schaltvorgängen nochmal dieses GSG-Furzen bringen. Wir drehen uns nochmal um und probieren das nochmal aus. So, die Ortschaft ist gleich zu Ende. Das heißt, wir hauen jetzt schön ab 50 km/h mal einen Sprint raus, sind im Race-Modus und bin ich mal gespannt, was jetzt klangtechnisch passiert. Das Geile ist ja, du bekommst ja nicht nur den besseren Sound durch die Abgasanlage, sondern du hast auch eine 1A-Optik. Du hast halt diese Titan-Endrohre von Akrapovic mit Akrapovic-Schriftzug. Die Dinger sehen übelst brutal aus. Also im Vergleich zur Serienabgasanlage ist das allein optisch schon echt ein Erlebnis. Am Ende des Tages musst du selber wissen, ob du sowas brauchst oder nicht. Klar, 3.800 Euro, das ist eine Stange Geld. Aber du bekommst halt so ein Sorglos-Paket, weißt du? Du bestellst das direkt ab Werk. Da hast du keinen Stress mit den Cops, keinen Stress beim TÜV, alles easy. Du bekommst wirklich eine Performance-Abgasanlage, das Ding ist aus Titan, du sparst 7 Kilo, das macht dich allein schon schneller, du hast besseren Sound. Der Sound ist wirklich gut, der ist vor allen Dingen, gerade für die Leute, die es nicht so aufdringlich mögen, ne? Der Sound ist definitiv geil, aber nicht zu laut. Und ja, jeder muss wissen, ob er Serie fährt, sich so ein Akrapovic-Gerät ab Werk holt oder halt was ganz anderes nachträglich einbaut, ist halt wieder Aufwand und da weißt du auch nie, was du bekommst. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Vor allem ganz wichtig, schreibt vor allem in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Ansonsten würde ich mich freuen, euch wiederzusehen. Wenn ihr Bock habt auf mich, dann abonniert den Kanal und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut, tschüssi.